Und wieder da in Mareb, wieder da im nächsten Teil. Wir sind bei Neo und wir fragen ihn jetzt mal, wo die Bürste geblieben ist. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Gut, mit der Bürste im Bis Gepäck. Bis dann, Neo. Und Schauzi, Sir. Schauzi, machen wir uns jetzt wieder auf in den Club Alamut und überbringen dann die Bürste. So, hier gehen wir ganz schnell dran vorbei. Hier wieder ein... Ach nein, ich gucke, George. Oh. Wenn man hier einmal versehentlich irgendwo draufklickt. Ah nee, okay. So, und dann machen wir jetzt einen glücklich. Da. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wiederzubekommen. Ah, schön. Hier ist Schlüssel. Ah, ich geh putzen. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Hm. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh Gott. Gut, dann gehen wir jetzt hier endlich mal rein. Auf Plums Klo. So. Hm, ja, schön siehst du aus. So, dann haben wir hier eine Kette. Ups. Ups. Allein schon, wenn man sich das Klo hier anguckt, das ist doch kein Klo, also kein klassisches zum Hinsetzen. Das ist, wenn, eigentlich nur ein Pinkelstein, wo man reinpinkelt. Und schaut euch das an, hallo? Wir schauen durch das Fenster von draußen ins Klo, also Voyeur lässt grüßen. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Sei froh. So, hier können wir aber noch was benutzen. Wenn wir das allerdings jetzt aufmachen mit dem Schlüssel, dann, zack, kommen wir da rein und können das ganze Papier hinausnehmen. Es macht nicht viel Sinn, den Spender wieder zu schließen. Okay, dann lassen wir es halt auf. So, dann müssen wir jetzt hier uns irgendwie um Geld kümmern. So, jetzt lasst mich überlegen. Wir gehen jetzt hier nochmal raus. Ah nein, ich will... Ah! Nochmal hoch. Hat der irgendwas Neues? Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Was bedeutet Il Akel Kalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arthur sagen. Und Arthur dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Ja. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arthur. Sie ihm sagen in mörderisch miserabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Bon Appetit. Wir sehen uns noch, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, all überhin, Mister. Wiedersehen. So. Ja, meine FPS-Zahl sackt gerade sehr ab. Okay, ja, schön zu machen. Freunde, ich glaube, ich werde jetzt hier einen Cut setzen. Denn das hat jetzt hier keinen Sinn mehr.
die FPS-Zahl, die... Ah, jetzt kommt sie wieder ein bisschen hoch. Versuchen wir es mal. Ja, sie kommt wieder. So, wir gehen jetzt hier nochmal links zu Neo. Ah, jetzt sinkt sie wieder. Das ist immer so komisch, wenn ich so 3, 4, 5 Teile aufgenommen habe und auf der Platte habe, ist so noch genügend Gigabyte Speicher frei auf der Platte, aber irgendwie kommt Fraps damit nicht klar. Ich weiß auch nicht warum. So, Neo müsste jetzt hier normalerweise mit dem Ball spielen. Jawohl, ja. Wenn wir jetzt die Katze da hochscheuchen, die springt nämlich da zack hoch, und jetzt die Klingel betätigen, sodass der Vater von hinten kommt, während Neo mit dem Ball spielt, passiert nämlich Folgendes. Zack, zack. Und auf die Katze. Die geht stritzen, die Statue fällt runter und keinem fällt auf. Und die können wir nehmen. Tada! Wenn wir die uns anschauen... Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. So, wir müssen jetzt... Ich erkläre euch das, warum wir das machen. Wir brauchen jetzt irgendwie 50 Mäuse, um halt die Taxifahrt zu bezahlen. Die einzigen anderen Amerikaner, die jetzt hier sind, sind Pearl und Dwayne. Das heißt, wir müssen irgendwie von denen Geld bekommen. Wir wissen, dass Pearl, hier hinten im Bild... Dinge sammelt. Wenn wir sie jetzt mal drauf ansprechen auf die Statue, dann wird sie die nicht haben wollen, weil die noch zu neu aussieht. Hallo Pearl. Hallo George, schön Sie zu sehen. Ach du liebe Zeit. Haben Sie mit dem Jungen geredet, der den Stand mit all dem Nippeskram betreibt? Ach, Sie haben ihn getroffen. Sein Name ist Neo, wissen Sie? Ach, er ist so süß. Ich könnte sterben. Ach, ich würde ihn gern verschnüren und mit nach Ohio nehmen. Er könnte etwas dagegen haben. Ich suche nach etwas Antikem, verstehen Sie? Etwas, womit ich die Leute zu Hause beeindrucken kann. Der arme Junge hatte sein Bestes versucht, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Das sagte ich ja gerade. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein! Mit meiner Verdauung? Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, nein, habe ich nicht. Ist der hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill. Wissen Sie, was Il Ackel Kalb heißt? Ach, klingt das romantisch. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das ist. Wir wissen aber, was es heißt. Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja. Was für ein großer Mann. Sehr muskulös. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Oh, Sie meinen im Taxi? Nur gefahren? Nein, Dwayne hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Hat die jetzt gerade an dasselbe gedacht wie ich? So, versuchen wir es mal mit der Statue, oh Gott. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Haben Sie etwas, George? Wie wäre es mit dieser feinen Statue? Oh, George, das wäre ideal. Außer, ich weiß nicht... Sieht neu aus, George. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu führen, oder? George? Großer Gott, nein, Pearl, nichts liegt mir ferner. Herr Dwayne, guckt euch an, wie der am Hüpfen ist. Gut, dann müssen wir jetzt hier einmal rausgehen. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Natürlich. Jetzt benutzen wir einfach mal dieses Tuch, das kommt jetzt endlich zum Einsatz, was wir ja in Paris in der Kanalisation gefunden haben mit der Theaterschminke. Das benutzen wir jetzt einfach damit und die Theaterschminke hat Wunder gewirkt. Jetzt sieht das Ganze wie alter Marmor statt wie billiger Gips aus. Genau, und diese Statue geben wir jetzt Pearl. Hallo Pearl. Hallo George, schön Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer antiken Statue? Ach, wie schön. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe.
Aber da ist eine Sache. Oh. Es sieht dieser modernen Statue, die Sie mir gezeigt haben, verdammt ähnlich. Nun, das ist, weil... Wissen Sie, Das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat, und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt alles, ja. Oh, George. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Es gibt keinen Grund, glauben Sie mir. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Aber ich habe nicht genügend Geld bei mir. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, dann bezahlt ihr dafür. Wenn er Schwierigkeiten macht, sagen Sie ihm, ich möchte sie. Natürlich. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Ja, klar. Da ist Duane. Zahlemann und Söhne. Hallo, Duane. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Ah, Moneten, Moneten. Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Haben Sie Ulta getroffen? Oh, die luxuriöseste Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das? Weiß ich nicht, das versuche ich gerade herauszufinden. Ja. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken, klingt sehr malerisch. Bei ihm sagt er jetzt nicht Bull's Head Hill. Komisch. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht 4 Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Na, ja, ich hab nämlich da auch schon was für dich. Was halten Sie davon? Oh Gott, sieht alt aus. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den Kopf stellen. Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der Römerzeit aus. Davon verstehe ich nichts. Was die zu Hause sagen werden. Was wollen Sie dafür, George? Oh, ich kann nicht. Es ist der Fund des Lebens. Ich meine... 50 Mäuse. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. Das Geschäft geht. Hier, nehmen Sie. Ja. Und das ist für Sie. 50 Danke für das Geld, Tacken. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Genau. Ich sollte Ihnen dafür danken, dass Sie die römische Statue gefunden haben. Ja. Okay, bis bald, Duane. Worauf Sie sich verlassen können, George. Genau. Der dackelt jetzt hier ab. Mit dem braucht man hier nicht mehr wirklich zu sprechen. Der ist nämlich stinke sauer auf uns. Wir gehen jetzt in den Club Alamut nochmal zurück, denn wir haben ja jetzt die Moneten für die Taxifahrt und können dann im nächsten Teil dann zum Bull's Head fahren. Mit Ulta. Mit der luxuriösesten Taxifahrt mit Klimaanlage. Aber wie es hier weitergeht, Freunde, das zeige ich euch erst im nächsten Teil. Das wird morgen? Ja, morgen der Fall sein. Ich gehe jetzt gleich auf die gute, liebe alte Arbeit und habe erst, glaube ich, um 1.28 Uhr heute Nacht dann auch Schluss. Die Teile werden bearbeitet, dann auch morgen hochgeladen oder vielleicht heute Nacht schon einer, je nachdem, wie lustig ich bin. Und ja, dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr auch auf mich. Bis dahin, NRW über 18, adieu.